Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Surviving Mars. Ja, wir sind bereits in Folge 8 gelandet und ja, wir haben mal derbe den Dom ausgebaut. Wir haben noch unsere passenden Kollegen hier. Hier sind noch Drone-Hubs, Geschichten und sowas. Alles arbeitet und tut. Ja, die helfen hier noch mit, da noch mit. Und ihr seht selber, alles wird gemacht. Da ist auch schon was gebaut worden und wir haben unseren ganzen Spaß hier in Auftrag gegeben. Und ihr seht, die Sachen werden auch gerade gebaut. Wir haben also von der Krankenstation, das mal durchzugehen, hier ist der Wohnkomplex. Wir haben Diner und wir haben die erste Lebensmittelgeschichte, also die Produktion hier. Diner zum Verköstigen und die Krankenstation. Das ist also sozusagen die Grundlage zum Leben. Dann haben wir jetzt hier eine Schule gebaut, damit auch wir überhaupt hier was an eigenen Leuten rankriegen. Wir haben hier noch eine Kindertagesstätte und einen Spielplatz dementsprechend gebaut und eine Forschungsgeschichte. Das heißt also auch einen Arbeitsbereich hier noch reingesetzt. Und da müssen wir mal gucken, weil was wir jetzt noch brauchen, sind auf jeden Fall Arbeitsbereiche. Wenn wir insgesamt 24 Leute haben und in den verschiedenen Bereichen, verschiedene Schichten was einteilen können, dann müssen wir mal gucken, was draus wird, ne? So, hier werden noch Mats hergebracht, wie ihr seht. Ein bisschen Beton fehlt noch. Ich habe hier die Hilfe noch mit rüber geholt. Die sind jetzt ja auch noch gut und fleißig mit am Arbeiten. Das passt alles. Ihr seht, hier wird wie wild der Beton reingeholt. Den hatten wir auch sehr gut gelagert hier. Das sieht auch hier, wenn man so ranscrollt, alles sehr gut aus, grafisch. Ne? Muss man so schon so sagen, wie es ist. Schon ein schönes Spiel. Man sieht auch, wenn es dreckig ist, je dreckiger es ist, desto näher ist die Wartung. Ne? Seht ihr selber, da ist schon ein bisschen. Wir sind natürlich da auch nicht mehr ganz so effizient. Das ist natürlich immer so der Punkt dabei. Muss man natürlich immer bedenken. So, dann wollen wir mal gucken. So, Schule, die ist gebaut. Das ist doch schon mal gut. Ne? Er fährt, weiß ich nicht, wohin mit seinem Part hier. So viele den gleichen Auftrag gekriegt. So, das hier wird noch gebaut. Mal gucken, was hier fehlt. Hier fehlt noch Beton. Hier fehlt noch Polymer. Das wird uns schon noch gerade hergebracht. Ja, und da ist das erste Polymer. Und hier hinten fehlen nur noch zwei Beton, dann läuft der Spaß auch. Geht uns unser Beton gerade aus, oder? Ne, hier wird noch Beton geholt. Und wir haben noch 13 Beton auf Lager. Also das könnte funktionieren. Maschinenteile mit 24 sieht gut aus. Polymer ist eigentlich auch noch da. Ja, Entschuldigung fürs Geräuspere. Ja, dieser komische Apfel hier, das ist Lebensmittel und da ist leider auch nichts. Wir forschen ja. Den kann ich auch noch mal zeigen. Hier oben, das ist das nächste, was erforscht wird. Weil wir sind jetzt gerade hier dabei bei der Low-G-Turbinen-Geschichten, dass halt unsere Stromerzeugung effektiver wird. Ne? Da sind wir gerade bei. Und wollen wir mal gucken, was damit ist. Dass der Spaß hier dann vorankommt, weil dann kriegen wir durch die Windräder 33% mehr rein. Ne? Momentan haben wir durch den Sponsor immer 500 Zoll pro Tag hier. Seht ihr ja, ne? Das heißt, wir brauchen hier noch ein paar Tage, bis es dann soweit ist. Und danach produzieren wir halt hier die Pilzgeschichten. Ja, schöner, ne? Terry Pratchett, alle Pilze sind essbar, manche jedoch nur einmal. Ne? Ist auch ein schöner Spruch, muss ich sagen. So, ja, hier geht's so langsam, na, kommt da so langsam der letzte Part. Ah, kommt er dazu? Ja, liegen da hin. Ja, es fehlt noch ein Beton. Da kommt der letzte, dann wird auch das gute Gebäude gebaut. Dann sehen wir schon mal die Forschungseinheit. Ja, die Jungs sind wenigstens alle am Werkeln hier. Das hat schon mal was. Und da baut er das gute Stück zusammen. Gucken wir uns auch mal den Bauvorschritt und das Gebäude hier an. So lange dauert das gar nicht. Ich finde, das ist schon schön gemacht. Es hört natürlich auf zu bauen, weil er leer ist. Das ist natürlich sehr geschickt. Aber die Jungs hier können natürlich mithelfen, ne? Weil wenn ihr euch den Hub-Part anguckt, der Dom ist mit drin. Also Jungs, wenn ihr da eine Aufgabe seht, macht, ne? So simpel ist es. Genauso wie wir hier natürlich die Stromversorgung noch ein bisschen weiter verteilen wollen. Ihr seht selber, ich habe die hier so ein bisschen, ne, nicht auf eine Fläche gesetzt. So werden wir natürlich hier auch noch weiter eine Stromversorgung setzen. Können wir auf dem Thema auch einfach mal machen. So.
Ich setze es mal auf die Seite hier. So. Dann können wir hier noch ein, zwei kleine Nebensätzen. So. Nicht alles auf einmal bauen. Erstmal wollen wir natürlich sehen, dass wir die Spaß jetzt hier fertig kriegen. Aber die Jungs haben es gebaut. Wie ihr seht, da läuft es. Ne? Wir werden auf der Seite hier ein zweites Lagersystem ansetzen. Damit die Jungs sich da alles, was über ist oder weg ist, dann auch was hinbringen können. So, wir haben auf jeden Fall hier noch ein Betonlager. Das setzen wir auch noch. So, es ist Beton und Metall auf jeden Fall da. Dann können wir hier noch ein Polymerlager setzen. Ein Elektroniklager setzen. Maschinenteillager setzen. Ja, das andere brauchen wir, glaube ich, nicht. Die haben wir jetzt gesetzt. Das haben wir auch gesetzt. Ja, ich würde sagen, das dürfte so die Hauptlagergeschichte sein. Ne, das ist so ungefähr der Block, den ihr hier auch verteilt grob seht. Ja. Das ist dann schon ganz okay. Hier ist ja der andere Part. Metall haben wir auf der Seite ja schon. Und Metalllager sieht ja auch mit 62 ganz ordentlich aus. Da haben wir noch eins mit 8. Auf der Seite sind dann schon zwei Metalllager. Ja, die Deponien hier werden so langsam gefüllt. Da seht ihr aber auch, dass da hinten auch noch mehr hinpasst. Bei so vielen Drohnen, die man hat, dann werden auch tatsächlich langsam mal die Haufen hier abgebaut. Das ist natürlich dann gut, wenn wir so ein bisschen mehr mal gemacht haben hier, ne? Wir haben auch ein, zwei Stück, die hier hinten noch am Metall holen sind. Auch das ist okay. Wir hatten ja extra eine Drohnenladung extra mitgenommen. Was ist mit dir los? Achso, der hat einfach keine Aufgabe. Das ist ja dreist. Das ist ja dreist. So, was können wir denn noch machen? Schönes, logisch. Wir können Produktion, ne? So, Betonextraktor. Hervorragend in den Bereich da setzen. Hoffe, dass wir da noch eine Stromleitung hinkriegen. So, gucken wir hier, die ist voll. Die kann losfliegen und das kann sie dann auch. Dann haben wir nämlich eine schon wieder unterwegs, falls wir irgendwas machen wollen. Hatten wir jetzt nicht gesagt, soll fliegen? Nein, nein, nicht du. Die da. Die soll fliegen. Warum weiß sie jetzt nicht, dass sie fliegen soll? Die ist aufgetankt. Die muss nur zurückfliegen. Hallo? Die wollen mich ärgern und wollen es nicht zurückfliegen lassen. Ich weiß auch nicht, warum du hier so komisch vorstehst. Geh doch einfach daran, das ist doch viel besser. Drohnen hab, wo kommt das zu hin? Gesteuert vorne, achso, die werden von der Rakete gesteuert. Okay. Drohne 20. Geht zu Haufen, tut nichts, macht nichts, kann nichts, darf nichts. Da muss man natürlich immer gucken, woher die Jungs dann gerade gesteuert werden. Ne? Der Kollege, der gerade unter durchfährt. Bitte umbenennen. Ja, okay. Betrieb, Status. Ja, dann würde ich sagen, die kann los, oder? Was ist er denn noch?
Ja, ich würde auch wegfahren, weil sonst macht ihr dich auer beim Wegfahren. Das wäre nicht so gut. So, der freundliche Kollege hier. Ja, der ist so ein bisschen eingestaubt schon. Hier hinten ist was im Bau. Da müssen wir noch Strom hin haben. So war es auch. Peter die ganze Zeit hier. Wir haben noch gar keinen Strom dahin gelegt. Stromkabel. Legen wir erstmal bis dahin. Und dann so. Und dann ist gut. Da dürften die Drohnen sich jetzt hier vom Drohnenhub aber ganz derbe freuen, dass sie da bauen können, oder? Sollte eigentlich klappen. So, hier drin ist, glaube ich, so ziemlich alles gebaut. Ihr seht, wir haben unsere, ne, unseren Kindertagesstätte, wir haben gleich einen Spielplatz daneben. Ne, Forschungslabor, da können die Eltern zwischendurch mal gucken, was die Kinder so machen. Deiner Schule ist da. War noch nicht genug Arbeiter. Ja, das ist so irgendwie logisch, weil wir haben auch gar keine Arbeiter da. Ne? Wie sieht es jetzt hier aus? Gespeichertes Wasser 177. Produziert. Wassernetz. Okay. Stündliche Produktion 3. Wir haben natürlich die gute Möglichkeit, dass wir natürlich von hier aus noch das Wassernetz noch erweitern. Und dementsprechend natürlich auch die Wasserrohre hier noch extra setzen, ne? Dass wir alles an ein großes Wassernetz rankriegen. Können wir auch noch mal gucken. So. Ne, aufschlachten, Sensorturm, Ladestation, bla bla blub, nö. Sector Da müssen wir scanned. irgendwo bestimmt sein. So. Das ist Sauerstoff, Sauerstofftank, Wasserextraktor. Feuchtigkeitsvaporator haben wir noch einen stehen sogar, okay. Wartung 2. Wasser aus der Atmosphäre. Auch so schlecht nicht, ne, wenn man ehrlich ist. So, Farm und Pilzfarm, das ist das, was wir noch erforschen müssen. Und bei den Pilzen, wie gesagt, da sind wir als nächstes bei. Und die werden, glaube ich, dann sogar auch außerhalb gebaut werden. Das ist also gar nicht mal so eine schlechte Geschichte. So, gut. Wasserextraktor. Keine Kabelverbindung. Da habe ich mir schon gedacht. So sieht das aus. So, dann ich die Vermutung, dass die auch Strom braucht. Kabel. So. Das ist das. Und dann ging es jetzt darum, die Wasserleitung zu erweitern. Das ist da. Rohre. Dahin. Und dahin. So, wie ihr seht, wenn das alles fertig ist, dann haben wir noch eine komplette zweite Wasserzufuhr geschaffen. Das ist auch schon mal gut. Das sieht auch gut aus. Das nächste, was man natürlich dann auch noch machen kann in der Nähe, ist noch einen Wasserspeicher setzen. So, Wasserturm. Gucken, wie sehr wir den hier in die Nähe setzen können und ob er so automatisch angeschlossen wird. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt reicht automatisch, wenn die Sachen gebaut werden. Auf jeden Fall Energie und Wasser haben wir noch mal einmal extra. Und was wir natürlich dann noch bauen können, weil momentan produziert ja auch, ist halt auf jeden Fall auch noch ein Sauerstofftank, der auch ans Rohrsystem angeschlossen werden soll. Dahin. So. Ich würde sagen, das ist schon mal nicht schlecht. Da haben wir die nächste große Bauphase. Hier wird gearbeitet, da wird gearbeitet. Hier werden schon die Mats hingebracht. Baufortschritt ist schon da. Die Stromverbindung wird schon gebaut. Das ist doch alles super. Da sehen wir, dass sie gleich fertig ist. Die auch. Also Strom hat er schon.
Die Jungs fahren ja auch über das unwegsame Gelände relativ gut überhin. Das finde ich auch schwer begeisternd. Hier lädt sich einer zwischendurch schon auf. Wie gesagt, unsere kleinen Lager hier werden zum Teil auch schon genutzt. Das ist alles okay. Hier werden schon die ersten, ne? Also Wasser wird schon theoretisch produziert, aber theopraktisch noch nicht. Nein, praktischerweise ist es noch nicht da. Ich weiß gar nicht, braucht der Kollege hier auch Strom? Oder braucht der Sauerstofftank da nur angeschlossen werden? Das werden wir dann sehen, wenn er gebaut ist. Ja, hier sind natürlich, oh, hier werden auch schon Rohre gebaut. Das ist alles sehr gut. Ihr seht, funktioniert das alles. Ladestationen sind hier zwischendurch auch ein paar. Da sind. Wir müssen natürlich immer daran achten, dass die Drohnen auch genügend Platz haben, um sich irgendwo aufzuladen. Macht natürlich Sinn, wenn man dann mal so ein bisschen guckt, wo man die Sachen hinsetzt. Ne? Da baue ich jetzt noch mal eine Station ran. Dann funktioniert das. Ja, aber mit dem Spaß, den wir jetzt hier gerade machen, sind wir dann auch schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn irgendwelche Wünsche, Vorschläge sind, macht's ruhig gerne. Schreibt es in den Kommentarbereich. Würde ich mich sehr darüber freuen. Genau wie natürlich auch, ich mich freuen würde, wenn es euch gefallen hat, über einen passenden Daumen, über ein Abo oder ein Teilen. Wäre ich durchaus angetan, muss ich sagen. Ja, dann hoffe ich, dass ihr weiterhin die Serie unterstützt, dass wir noch ein bisschen Zuschauer rankriegen, weil momentan hakt's noch ein bisschen. Also mir macht es sehr viel Spaß. Ich finde es auch eine sehr schöne Geschichte. Hoffe, dass ihr auch dran gefallen findet und dass wir noch mehr werden hier auf der Serie. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.